Hi Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir haben im letzten Mal den Schrein hier gefunden. Und wenn wir schon mal da sind, haben wir gedacht, nehmen wir ihn einfach mal mit. So schwer bewacht scheint er nicht zu sein. Ja, zum Rauskommen vielleicht schon, aber rein war ganz einfach. Rokuma, oder was stand da gerade? Rokuma-Schrein? Naja, schickt euch drin nochmal. Kleine Schritte mit dem Pferd. Ja, das ist, wenn man festhängt, ganz gut. Kann man ZL gedrückt halten, dann trabt er so leicht zur Seite. Das ist eigentlich ziemlich geil. Die fünf Flammen. Rokuma-Schrein. Ah, ich erinnere mich. Fünf Flammen, ja. Wir haben da eine Flamme und wir müssen alle anzünden. Und haben jetzt hier... Ja, das sind so Pfeile, die wir anhitten können, um das Ding zu drehen. Dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal, indem wir es nach links drehen. Da kommen oben nicht ran. Außer natürlich mit dem Pfeil. So. Ah, wenn wir es immer machen, kriegen wir alle Pfeile wieder. Gut. Jetzt nochmal in die Richtung. Ah, doch, kriegen wir. Okay. Und nochmal. Ups. Ja. Aber ich würde sagen, nehmen dafür lieber den schlechten Bogen. Bevor wir jetzt alles noch versauen. Wir müssen es einmal noch nach vorne kippen und nochmal drehen. So. Gut, und jetzt nur nochmal. In welche Richtung drehen wir das denn jetzt? Ist, glaube ich, jetzt egal. Da kommen wir frei. So. Oh nein, jetzt haben wir links gelöscht. Jetzt mal so. Und drehen ihn nochmal so. So, jetzt ist das Wasser nämlich unten. Nicht wegrollen. So, das Wasser ist jetzt unten. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch drehen, würde ich sagen. So. Oh, das waren schon alle. Perfekt. So, jetzt nehmen wir unsere Kiste mit. Nämlich hier so ein bisschen abfackeln können. Genau. Ich glaube, hier ist sogar noch eine zweite. Genau, da ist auch noch eine zweite. So. Ups. Aha, läuft. So wollten wir das. Gut. Was haben wir denn? Ein Opal. Ja. Sehr schön. Und ein Sora-Bogen. Mit diesem Bogen jagt die Soras Fische. Keine besonders hohe Spannkraft. Doch das besondere Metall, aus dem es besteht, macht ihn sehr beständig gegen Verschleiß. Das heißt, wir können lange und oft mit ihm schießen. Komm, schmeißen wir den mal weg. Und nehmen uns den Sora-Bogen. Stärke von 15 ist schon mal stärker als das Ding, was das hat. Schießt wahrscheinlich nicht weit, weil die Spannkraft halt nicht so gut ist. Aber wenn die... Also wenn es lange durchhält, ist ja auch nicht verkehrt. So. Die halten mich bestimmt schon für verrückt, dass ich jedes Mal nachgucke und nie was finde. Irgendwann ist da was hinter. Glaub mir. Ich habe alle Schreine durch und irgendwo war was hinter. Du hast eine Prüfung gemeistert. Sehr schön.
Ach, sieh mal an. Jetzt haben wir sogar wieder 4 Zeichen der Bewährung. Und können direkt eigentlich upgraden. Jetzt noch nicht, weil ich möchte ja direkt erstmal gucken, wo jetzt der Rest ist. Also, was heißt der Rest? Also, die Tafeln, so, das wollte ich sagen. So, und damit es zu blöd ist, hier rauszulaufen, porten wir uns einfach. Da wollen wir hin, aber wir können es hier importen. Dann kommen wir nämlich weiter oben raus und können dann rübergleiten und dann suchen wir nochmal diese blöde Tafel. Oder den Stein eher, wo das dann drauf ist. Magnetmaterial. Wirbel mit Teilen der Gegenstände. Achso, wirble mit Teilen der Gegenstände herum und lasse sie auf Monster fallen, um ordentlich Schaden anzurichten. Ja, das haben wir glaube ich auch schon gemacht. Auf schlafende Gegner. Ich glaube, müsste sogar doppelt so effektiv sein. Zählt, glaube ich, auch als Überfall. Gut. Hi, Varuta. Sieht schon cool aus. Wow. Oh, 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 oh. Moment. Ups. Eigentlich muss ich da oben klettern, ne? Eigentlich ja. Das wird knapp. Ich hätte doch nicht springen dürfen. Aber wenn wir hier drüber sind, müssen wir eigentlich stehen können, oder? Perfekt. Danke, Steinchen. War auch nicht mehr weit, aber sicher, sicher. So. Das ist der Titan. Können wir es vielleicht von hier aus sehen? Was ist denn da vielleicht jetzt etwas? Einfach so eine Lampe? Meistens sind das doch dann die Anhaltspunkte. Da unten ist einer. Ich gehe da einfach mal hin. Da ist es ja sogar genau das, was wir suchen. Oder ganz oben. Das kann natürlich auch sein, weil da auch schon wieder so eine Lampe ist. Gehen wir lieber dahin. Da ist ja auch. Das ist der Stein, ne? Aber hatten wir den nicht schon? Doch, der lag drauf auf dem Weg, oder nicht? Hä? Ist jetzt der, den wir suchen? Ich glaube nicht. Was steht denn hier drauf? Professor, erster Zusatz. Um das 100. Jahr der Herrschaft von König Dorofan durchquerte ein verirrter Wächter Zorand. Er drang ins Dorf ein und wütete schwer. Die Soldaten waren machtlos, ihre Speere hinterließen kaum einen Kratzer. So marschierte König Dorofan bis zu den Toren des Dorfes und stellte sich dem mechanischen Monster entgegen. Mit aller Kraft packte er den Wächter und schleuderte ihn in den Abgrund. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Er schlug hart auf den Felsen und er hörte alsbald auf, sich zu bewegen. Seine Untertanen, zutiefst bewegt von seiner mutigen Tat, priesen ihren König. Die Narbe auf des Königs Stirn erinnert noch heute an diesen denkwürdigen Tag. Das habe ich mir gar nicht angeguckt, ob er das jetzt noch diese Narbe hat. Müsste er aber eigentlich haben, oder? So, jetzt sind wir aber hier oben. Und ich weiß immer noch nicht, wo der jetzt. Ich glaube, das war der nicht. Weil ich bin der Meinung, das eben hatten wir. Das sieht auch nicht aus, als wäre es das Richtige. Wo kann das sein? Hier unten? Ah, da ist noch was. Hatten wir den schon? Oder ist das jetzt der beim. Er ist schon näher dran am Damm, ne? Mal gucken. Die Geschichte des Volkes der Sora. 6. Teil. Mipha, Recke der Soras. Und der Titan Varuta. Hier geschrieben von Dorofan, König der Soras.
Als der Titan Varuta beim Dorf der Soras entdeckt wurde, eilte Mipha zum Fundort, um ihn selbst zu sehen. Man berichtet, dass ein ungewöhnlich leidenschaftlicher Funke in ihren Augen leuchtete, als sie Ruta betrachtete. Bald sprach sie von großer Fürsorge für von dem Titan, als sei er ein enger Freund. Als sie dann erfuhr, dass sie Ruta steuern sollte, kannte ihre Freude keine Grenzen. Mipha wurde mit unseren eigenen Segen zur Herrin Rutas. Keine Entscheidung, die wir je treffen mussten, wiegt so schwer auf unseren Herzen wie diese. Doch statt unsere Tage voller Reue zu verbringen, beten wir stattdessen, dass Miphas Seele Frieden finden möge. Den hat, glaube ich, sogar noch nicht. So. Das könnte der jetzt aber sogar gewesen sein, den wir gesucht haben. Der ist ja echt nah dran gewesen. Und jetzt mal sind wir da runter, ja. Wir hätten hier rechts rum müssen. Dann hätten wir runtergehen können. Doof. Na gut. Wer kann das denn auch ahnen? Ich würde sagen, das war der jetzt. Gut. Jetzt würde ich den Rutosee nochmal gucken. Oder? Also ich würde sagen, ja, aber... Okay, nochmal kurz hier rüber. Und... Ich glaube, dann können wir sogar von hier aus am besten daran. Ich frage mich nur, was da noch sein soll. Ich meine, er hat es ja immer wieder erwähnt, aber ich bin der Meinung, das ist der, den wir schon hatten. Na komm, Link. Irgendwo... stehen können. Das wäre schon was Gutes, ne? Ja. Stehen ist toll. Ausruhen auch. So. Okay. Gut. Das haben wir. Achso, das war die Prüfung, genau. Mit dem Sockel. Das Reckenfest ist. Ja. Okay. Wo waren wir noch nicht? Ich bin der Meinung, das Ding hatten wir. Oder nicht? Das sieht zu einsam aus. Ist das nicht da, wo man mit dem Weg nach oben geht? War der das nicht? Doch. Ist das das mit dem Weg oder nicht? Hatten wir, ne? Kurz gucken. Dritter Teil. So kann ich eins geschickt kaufen. Genau. Das ist der. Ja, ja, wir haben's. Oh, lässt ja so langsam wegklicken. Ernsthaft? Danke. So, irgendwo soll jetzt aber noch einer sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ansonsten müssen wir noch mal zu ihm und uns einen neuen Tipp geben lassen. Weil sonst fällt mir auch nicht ein, wo ich jetzt pauschal suchen kann, um den letzten Teil zu finden. Ja, da waren wir auch schon. Da ist nichts, da ist nichts. Da sehe ich auch nichts. Nee. Nichts. Ja. Das sind nur Vorsprünge. Hä? Das ist der. Nachts, denke ich mal, sieht man den noch eher. Aber. Also wegen Leuchtsteinen, ne? Sieht man da jetzt zum Beispiel die beiden, aber. Das ist doch die, die wir schon hatten. Ich gehe noch mal lieber zu ihm. Ist mir gerade ein bisschen nicht so geheuer. Na komm. So. Porten wir uns noch mal zu ihm hoch. Wenn er jetzt immer noch sagt, nur noch diesen einen Rutosee, dann müssen wir wirklich noch mal richtig gucken. Oder vielleicht haben wir auch schon alle. Und ich habe es irgendwie verpeilt.
Klettern. Du kannst dich an Fels abhängen oder Decken entlang klettern. Wenn du es versuchst, wirst du den Halt verlieren. Ach so, nicht an Fels überhängen. Ach so, ja, über Kopf können wir nicht klettern, das stimmt. Okay. Das nehmen wir direkt mit. So. Du hast einen Riesenoktopus platt gemacht. Respekt, Junge. Ich hasse die Kleinen schon, aber wenn du Großen schon verletzt oder von innen aufschlitzt, Respekt. So, oh nein. Das war ein Tick zu lang. Gut. Das hier sind übrigens die ganzen Kinder, die hier schlafen. Falls ihr euch gewundert habt, dass ich mit denen noch nicht geredet habe, vielleicht mache ich das noch hinterher. Gut, was ist das? Schwierigkeiten, ja. So, was ist das? Rutosee. Ja, Rutosee. Er sagt nur Rutosee. Okay. Ein Gedenkstein, Rutosee. Das heißt, der muss da sein. Wo zum Teufel haben wir den übersehen? Also der unten ist es nicht, den wir da jetzt hatten. Rutosee, das ist genau dieser See. Vielleicht sollten wir nochmal hier über den Steg laufen und vielleicht von oben nochmal gucken. Glasbrücke, ja, vielleicht da auch nochmal, aber... Ups, Entschuldigung. Das war mir fast Statue. Ich wollte sie nicht entfallen. Ich mir selbst nicht vergeben. So, wo kann das Ding sein? Das kann ja nicht oben. War da eine Sternstuppe? Das kann ja nicht hier oben sein, ne? Das sind Leuchtsteine. Das ist der, den wir immer haben, ne? Ja, da geht dann der Weg hoch. Ja. Gut, wo ist... Der letzte, den wir suchen. Vielleicht die linke Seite mal. Muss ja irgendwo sein. Der böse See ist aber leider ein bisschen groß dimensioniert. Boah, das ist jetzt aber nur das Ding da vorne. Wenn das das da ist, ne, dann bin ich echt... Jetzt wird dann stumpf dran vorbeigelaufen? Wenn das wirklich der ist. Wow, das wäre wirklich blind gewesen auf meinem Weg. Na gut, lesen wir mal. Die Geschichte des Volkes der Sora, siebter Teil. Tatsache, das ist der. Die Sage von dem Helden, der den Leunen bezwang. Das Lied den von Dörfern. König der Soras. Lange ist es her, da trieb ein Leune auf dem Donnerhorn sein Unwesen und versetzt das Volk in Angst und Schrecken. Doch dann kam ein Hylianer, dem es gelang, die Bestie zu überlisten und dem Dorf Frieden zurückzubringen. Der Sora-Helm, den er dabei trug, wird seitdem in einem Heiligtum nahe des Irgendwas-Sees im Norden des aufbewahrt. Okay. Lobpreiset den treuen Taten des Helden Link. Die Schrift ist arg verwittert. Das kann man kaum noch lesen. Neuer Eintrag. Gedenksteine. Ja, perfekt. Das war das. Ja, haben wir nochmal einen kleinen Hint gekriegt auf den Helm. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir das direkt ab. Warum eigentlich nicht? Ich finde gut, dass man so die Hinweise bekommt, dass er sagt so, oh ja, ich erinnere mich so in dem Bereich. Und dann kann man da nochmal gucken gehen. Die sagen ja nicht genau, folg diesen roten Leuchtpfeil genau an diesen Punkt, sondern einfach nur so grob das Gebiet und dann kannst du selber suchen. So, man von Anhaltspunkt kann was machen und man hat halt immer noch den Erkundungsdrang.
und ein bisschen Ehrgeiz, dass man das dann auch suchen will. Eure Geschichte ist echt cool. Und warum bist du eigentlich so riesig? Ernsthaft? Wie hoch gehe ich dir? Ich gehe dir gerade ein bisschen Bauchnabel. Ernsthaft? Alter Schwede, du bist ein Riese. Aber generell, die Zoras sind, glaube ich, alle ein bisschen größer als wir. Wie alt ist Link? Also die Alten sind größer. Naja, gut. Kommt wahrscheinlich nach seinem Vater. Guck mal hier. Bei euch gehe ich ja wenigstens bis zur Brust. Aber, wow. Nee. Sidon, du bist zu groß gewachsen. Gut. Gucken wir mal, was der jetzt zu sagen hat. Link, du scheinst alle Gedenksteine gefunden zu haben. Dann sag mir doch bitte, was auf ihn geschrieben stand. Die Geschichte, Kultur und Heldentaten der Zoras. Alles ist hier festgehalten. Dank deiner Hilfe konnte ich den Inhalt der Gedenksteine zusammenfassen. Link, du hast mir und der Wissenschaft, einen großen Dienst erwiesen. Erlaube mir, dir eine Belohnung auszuhändigen. Ein Diamant. Cool. Gedenksteine, geschafft. Das ist cool, danke. Die Dinger sind sau selten. So, wir wollten auch noch wissen, was du für uns hast. Fuga. Schön, dass Router sich beruhigt hat. Sehe ich auch so. Oh, du bist es, Link. Tut mir leid. Ich habe nur mit mir selbst geredet. Gibt's Probleme? Nun ja, meine Frau Dedur ist verschollen. Und das schon seit einer ganzen Weile. Ach, du bist der Vater von dem Kleinen, der es uns das auch gesagt hat. Der uns die Froschaufgaben gegeben hat. Genauer gesagt war es kurz nachdem Varuta durchgedreht ist. Sie ist Fische fangen gegangen, wie immer. Selbst jetzt, wo Varuta sich wieder beruhigt hat, ist sie immer noch nicht zurück. Ich male mir schon das Schlimmste aus. Ich hätte sie nicht gehen lassen dürfen. Ich suche sie. Link, du hast nicht nur unser Dorf gerettet, sondern willst jetzt auch noch meine Dedur suchen? Du bist wirklich ein wahrer Recke. Wenn du sie findest, werde ich dir unendlich dankbar sein. Davongetrieben. Ja, ich möchte eure Familie wieder helfen. So, Ehrensache, ja? Oh, sie hat auch noch eine Quest. Guten Morgen. Link, der Titan hat sich zwar beruhigt, doch es gibt noch da noch etwas, das den Frieden im Dorf bedroht. Oh shit, nein. Diesen Berg nennt man auch nennt man das Donnerhorn. Dort treibt sich ein Monster mit einer roten Mähne namens Leune herum. Oh nein. Es muss jetzt nicht genau der sein. Aber kannst du mir irgendwie einen neuen zeigen? Zeigen? Foto reicht? Sehr gut. Wir scheinen auf einer Wellenlänge zu sein. Auf dem Donnerhorn gibt es eine Klippe. Das Kap der Prüfung. Es gibt hier einen Unruhestifter, der Leute dazu antreibt, von diesem Kap in den östlichen Stausee zu springen. Aus diesem Grund möchte ich Aufklärungsarbeit über das Monster auf dem Donnerhorn betreiben, den Leunen. Wenn bekannt wird, wie dieses Ungetüm aussieht, wird sich niemand mehr zum Kap der Prüfung wagen. Zumindest ist das meine Hoffnung. Also dann, Link. Die Einzelheiten überlasse ich ganz dir. Zeig mir einfach, wie ein Leune aussieht. Ich danke dir. Suche nach dem Leunen. Oder waren wir doch erst vor kurzem? Müssen wir echt nochmal hoch? Okay, ich würde sagen, das Foto von dem Leunen machen wir im nächsten Part. Und dann gehen wir die Familie retten. Ich glaube sogar in der Reihenfolge. Also die Familie wieder zusammenbringen. Also die Quest von eben. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.